besten U15-Spieler der Welt. Die spielen halt so, als ob die, keine Ahnung, seit 10 Jahren Profi-Level spielen. Das ist die nächste Generation. Oh mein Gott! Ich habe keine Worte mehr, Leute. Ja! Oh mein Gott! Was der größte Mannschaft! Über Malik war schon früh klar, der Junge ist talentiert. Gut kombiniert. Oh, schlagt er nicht! Oh mein Gott, was ein Tor! MTU Cup 2023, let's go. Wir wollen die nicht abfangen, aber wir müssen ganz kurz Hallo sagen. Was geht ab? Was geht ab, meine Hände? Ja, bei dir? Servus. Wie könnte der nächste Musiala dabei sein? Oh, und das direkt das erste Tor. So, da ist erstmal die Nummer 8. Gefault. Oh, jetzt direkt Gegenstoß, die Nummer 10. Leute, die Nummer 10, glaube ich. Leute, macht er ihn. Oh mein Gott! Kannst du hochhalten? Ja. Zeig mal. In der nächsten Partie stehen. Also mal ein bisschen gezeigt den Jungs, dass man hier kein Clown ist, ne? Antwerpen gegen Fenerbahce. Oh, macht der stark! Also Royal Antwerpen. Mit dem Panda da stark. Servus, servus. Ich bin hier der Assistent heute beim MTU Cup für die Skillers. Spontan dazugestoßen. Film mal hier, die ersten Fans. Was sagt ihr, wer gewinnt? Wer gewinnt das Turnier? Bayern. BVB, nochmal. Genau. Ja, wenn man mal so als Nicht-Profi sieht, wie die 14-Jährigen schon spielen, was die für eine Technik haben, was die für eine Geschwindigkeit haben, wie die Laufwege sind, vor allem, finde ich spannend. Das war ja dein Traum immer, Fußballkommentator, ne? Ja, tatsächlich. Damals, bis ich so 16, 17 war, immer Kommentator werden wollen. Ist leider nie was geworden. Ferner jetzt vielleicht mit der Chance. Da ist Platz. Abschluss. Und noch die Chance. Oh, das gibt's nicht. Abschluss und Tor. Das war's. Gut. Ja. Hat er gut gemacht. Und also an die Kollegen von der Zone und so. Salzburg gegen Union BKK. Ja, ich habe gesagt zweistellig. Boah, Wahnsinn. Also Salzburg. Wollen wir mal, die Salzburger haben eine sehr, sehr gute Jugend. Für mich eine der besten Jugenden Europas. Sag mir mal ein, zwei Spieler aus der Jugend von Salzburg. Boah. Ich glaube Leimer, Schoboslei, ja, tatsächlich. Ja. Wir gehen mal vielleicht zu den Zuschauern gleich. Ja, grüß mal jemanden. Ich grüße Ich grüße. 2000 Jahre später. Ich grüße ganz viel Galatasaray. Hä? Wer ist euer Favorit in dem Turnier? Barcelona. Leute, ihr wisst, ne, hier spielt der beste Spieler vom letzten Jahr mit, ne? Das ist der? Ja. Sag Walla. Sag Walla. Nee. Was heißt Walla? Deine Hose ist nass. So, hier haben wir den nächsten John Legend. Junge, ich wusste gar nicht, dass du so krass singen kannst. Also er organisiert das Turnier mit. Jetzt mal an, ganz kurz. Und 49, was sagen wir dazu? 49. Ich bin hier mit ein paar Followern am Start. Kennt ihr einen Spieler, auf den wir achten sollen? Ja, von Chelsea einer. Welcher? Der Achter. Ich bin hier mit FV Ravensburg. Ja. Welche ja. Jugend? U13. Und wer gefällt euch bis jetzt so? Ich finde den von Chelsea Nummer 8 ist krass. Ja, oder der 10er. Wir haben einen Turnier, bester Mann. So, Amigos, der erste oder der nächste Hochkaräter, BSV Eindhoven gegen die Jungs aus Dortmund. Wir achten genau auf die Dortmunder. Nummer 10 hier, Marwan. Der Junge hat's drauf. Haben schon. Direkt das 1-0, nein! Anpfosten. Boah, guck mal, die haben Bock, wie die reingehen, ne? Dortmund bis jetzt mein Favorit. Bin gespannt auf Barca. Stark über die Bande da. Oh, geht durch, tunnelt ihn da, kann ihn machen. Oh mein Gott, Leute! Marwan hier mit dem 1-1, Leute. Also, oh, Abschluss vom Keeper. Aber smart, er geht über die Bande und geht rein. Leute, kann er ihn machen? Nein, er macht ihn nicht. Bist du zu Nummer 10? Der kämpft, der ist der Einzige, der kämpft von denen, aber muss ich gerade sagen. Ein bisschen. Oh,
schön Wanne, aber trifft nicht. Oh, Leute. So, Freunde, wir haben hier FIFA-Karten. Was hat es damit auf sich? EAF Sieg. Ter Stegen war 2006 der beste Torwart. Was sagst du, wer findest du bester Torwart? Ich würde sagen, Neuer, Manuel Neuer, ganz klar. Was sagst du? Ich gehe mit Ter Stegen, ich werde mich so unbeliebt machen, aber egal. Ganz Call von mir, die Nummer 10 von Chelsea, auf jeden Fall im Auge behalten. Der hat einen Spaß. Ey, die haben keinen Spieler, der heraussticht, aber im Kollektiv sind alle extrem gut. Ja, jetzt an die Balle. Oh, der muss sitzen. Die ungewohnt viele Ballverluste. Der erste Treffer. Leute, Chelsea muss nachsetzen. Chelsea muss jetzt kommen. Das gehört, die Spieler, auf den wir achten sollen. Oh, ja. Und das ist das Tor. Tor durch die Nummer 9. 2-0 Antwerpen. Chelsea hat die besseren Spieler, Antwerpen hat das bessere Team. Was kommt von Chelsea? Oh, schön, die Nummer 8 ist das erste Mal da. Oh. Stark gehalten. Wahnsinn. Wenn jetzt noch was geht, dann jetzt. Das war's. Wahnsinn. Das ist der Überraschungssieg bei diesem Turnier. Fenerbahce gegen Leipzig. Oh. Schöner Panna da. Oh mein Gott, macht er ihn. Geht links am Torwart vorbei. Und das ist das Tor. 1-0. Fenerbahce Istanbul. Die Nummer 7, Freunde. Und das 2-0. Oh, und Leipzig, was machen sie? Versucht da den Panna. Die Türken sind verspielt. Und das 3-0. Und das ist der Anschlusstreffer. Die besten 14-Jährigen Europas, wahrscheinlich der Welt. Ja, das war's. Das war's. Ja. Wer ist der Beste bei euch? Wir gratulieren David Leinbach. Auf ist das so? Ey, wer bin da, du? Bist du vor dem Turnier? Ja. Wo am liebsten? City. Manchester City. Ja. Das war ein weiter Weg, ne? Ich weiß. Okay, Jungs, cool, dass ihr da seid. Hast du schon einen Spieler im Blick? Die 8 von Chelsea. Was geht? Besser Fotograf. Leute, checkt seine Bilder ab. Ich verlinke ihn hier. Wir sehen uns gleich, ne? Wie geht's aus, das Spiel? Ah, oh, gut. Hä? Also, BVB gegen Salzburg. Nummer 3. Geht ab. Abschluss. Oh, was macht der da, der Keeper, Leute? Was macht der? Tor. Tor für Dortmund. Okay, 2 gegen 1 Situation. Und er ist drin. Sehr schön gemacht da. Von der Nummer 11. Spielt raus. Und der Abschluss. Wow, Leute. Schöner Bandenpass. Wieder über die Bande. Und der Treffer. Leute. BVB nimmt hier Salzburg auseinander. Reißt sie in Stücke. 5-0 für Dortmund. So. Wer ist deiner Meinung nach der beste Spieler am Team? Die Nummer 8 von Chelsea. Warum? Weil sie sehr schnell ist und sehr schöne Tore macht. Sehr gut. Und ist sehr flink. Ja. Und jetzt Skillers. Jawohl. So, ich bin hier mit dem VfB Friedrichshafen mit der Nummer 10. Ne? Stell dich mal kurz vor für die Kamera. Ich bin Ahmed Chimen. Ich spiele bei VfB und bin die Nummer 10 und bald bei Stuttgart. Also ihr habt es gehört, er will ins NLZ. Ist auf jeden Fall ein guter Junge. Was sagt ihr? Denkt ihr, er kann es schaffen ins NLZ? Na klar. Also ich sag ihn ehrlich, Ahmed ist ein richtig überragender Spieler, aber manchmal macht er seine Fehler im Training, aber er leistet immer gut und ich hoffe, er schafft es auch, inshallah. Was später mal dein Traumverein, wo willst du mal spielen? Auf jeden Fall Fenerbahce. Was ist wichtig, um ins NLZ zu kommen? Viel trainieren und nie aufgeben. Ja, das ist aber so die Standardantwort. Dich darf nichts bocken. Du musst einfach dein Ding machen. Dich einfach viel trauen, das ist das Wichtigste. Wenn ich eins bereue von damals, dass ich nicht genug getraut habe. Weißt du, wo ich gespielt habe? Frankfurt. Ja, richtig. Leute, wir sind informierte Jungs. Okay, Jungs, geil, dass ihr dabei wart. Danke. Viel Erfolg noch, ne? Da ist er, der Junge. Mal sehen, was sie jetzt reißen gegen die Stuttgarter. Er hat selber noch gesagt, dass er irgendwann da spielen will im NLZ und später dann bei Fenerbahce. Jetzt schauen wir uns mal an, was er zu bieten hat. Das ist das erste Mal, die Nummer 10. Der gibt alles, der will sich zeigen, er weiß, er ist unter Beobachtung natürlich. Ah, er vergisst den Ball. Oh, okay. Okay, die Nummer 6 von Lissabon. Okay. So, Nikolai, den schauen wir uns jetzt mal an. Nummer 6 von Lissabon. Nummer
Nummer 6. Portugiesisches Wunderkind. Leute, was hat der für eine Technik? Guckt ihr den an. Was ist das Beste, um Fußballprofi zu werden? Also ehrlich gesagt, das Wichtigste ist Spaß am Fußball. Dann natürlich die Standardsachen, viel arbeiten, mehr machen als die anderen, auch mal vor dem Training in Kraftraum gehen, nach dem Training länger bleiben auf dem Platz, ein paar Freischüsse üben, Einzeltraining nehmen, das und mental auf dem Boden bleiben, wissen, wo man herkommt. Wenn die Möglichkeit besteht, früh in den NLZ wechseln, weil die haben super Möglichkeiten, sowohl einfach in der Ausbildung, als auch von den Trainern, als auch von den Bedingungen. Ja. Wer ist der Beste bei Barca? Okay, Freunde, wir haben sie gestern schon gesehen beim Aufwärmen. Jetzt spielt Barcelona gegen die U15 von Manchester United. Der erste Hochkaräter, das erste wirklich ganz, ganz, ganz krasse Spiel. Wir sind super gespannt auf die Kicker von Barca. Das ist, glaube ich, der Junge von den Skills gestern, Nummer 10. Von Barcelona, der Next Ansu Fati. Boah! Ach du Heilige! Boah, Leute! Nummer 10, Wunderkind. Oh, und da ist die 17. Und da ist das Tor. 2-0, La Masia. 2-0, U15 Barcelona. Und jetzt wieder die 10 mit einem Übersteiger. Oh mein Gott! Oh, Abpraller. Und da ist sie wieder, die 10. Ich habe Platz diesmal. Nummer 10. Der Next Ansu Fati. Oh. Übersteiger rechts, links, rechts. Cut. Bande. Und das Tor von der Nummer 11. Leute. Ey, das ist halt unfassbar, ne? Was da? Okay, Freunde, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Hochkaräter. Ist das 1-0. Okay. Oh, schön von der 11 auf die 9. Da kommt der Abschluss, aber Keeper hält wieder. So stark vom Keeper. Ja, von beiden Keepern, ja. Von beiden Seiten. Und der hier auch wieder. Ja. Oh, La Masia hinten raus. Ja, überragend. Schön. Und nein, warum macht er es? Wieso will er es so schön machen? Es wäre der perfekte Konter. Es wäre der perfekte Konter gewesen. Ja. Innenverteidiger. Lässt sich da nicht so einfach austribbeln. Schön. Und das ist 1-1. Die Halle lebt. Nummer 8 von Stuttgart. Ah, Erzegul Igit. Das ist, der folgt uns. Oh! 2-1 geht's. Das erste Mal richtig rund, Freunde. Schade für die Stuttgarter, sagen wir. Ich glaube mal Samstag 15:30 würde ich mich aber anschauen. Also, die Barca-Jungs machen hier noch ein paar Big Pictures. Ja, die Eintracht spielt. Das ist deine alte Mannschaft. Mein alter Verein, habe damals leider nicht mitgespielt. Weiß auch nicht, was da los war. Ich war verletzt oder so vorher, glaube ich. Sehr, sehr schade, dass ich hier dieses Erlebnis nicht miterleben durfte, obwohl ich ja echt die Chance gehabt hätte. Eintracht wird auch immer besser, die Jugend. Wird immer besser. Ich glaube, die U17 und U19 sind auch stark unterwegs in der Junioren-Bundesliga. Haben die Leute bei der WM jetzt gehabt? In Marokko, Anas Alawi. Jetzt kommt's. BVB gegen Mainz 05. Könnte auch ein Duell um 15:30 sein in der Bundesliga. Bin gespannt, wer von den Jungs in 5-6 Jahren im Signal Iduna Park auch mal auf der Bank sitzt vielleicht. Oh, Abschluss. Oh, da sieht man wieder die Mainzer Torwartschule. In Damen und andere. Und da ist die Elf mit dem Tor. 1-0. Borussia Dortmund. Alter, das... Oh, shit. Oh, das war's. So, bin mal auf die Tribüne gegangen und hab mir mal ein paar Zuschauer geschnappt, beziehungsweise seid ihr Eltern oder? Mein Patenkind spielt. Ah, okay. Unserer spielt beim VfB. Okay. Erstes Spiel leider 11-0 verloren. Aber VfB Friedrichshafen. VfB Friedrichshafen. Okay. Okay. Ist euch schon jemand aufgefallen im Team, irgendein Spieler? Also, ja. Wir haben uns schon vor lang nicht mehr gesehen und deswegen sitzen wir hier und reden ganz andere Dinge. Die interessiert das Spiel gar nicht. Also Leute, die Mamas und Patentanten supporten. Vielen, vielen Dank. Danke euch.
die zwei netten Herren getroffen. Einmal der. Heinz-Peter und Hermann. Da platzt das Spätzle in meinem Bauch zusammen in zwei Stücke, wenn ich nur dran denke. Oh Mann, wunderbar. Sie sind hier, weil Enkel spielen oder Kinder oder Kinder von Kindern? Nein, wir sind ganz normal. Wir sind einfach ganz mal einfach Fußball anschauen. Das gehört dazu einfach, das gehört zum Event dazu. Wer hat Sie jetzt am meisten überzeugt von den Mannschaften? Also wir sind heute lang da, aber Dortmund war schon... Machen wir mal gut, ne? Gruppe M ist also durch. Ganz kurz, Gruppe M ist durch. Dortmund gewinnt die Gruppe. Mainz auf Platz 4. Die beiden lokalen Mannschaften sind raus, wie zu erwarten. So, Freunde, ich stehe mit einem sehr wichtigen Mann hier, Klaus Sigelbacher, Organisator des Turniers, Gründer des Turniers. Gründer. Erzähl mir mal ganz kurz, was war die Motivation damals, sowas auf die Beine zu stellen? Hast du damals bei dem einen oder anderen schon gemerkt, okay, der wird's schaffen, hoch hinaus? Wer war so ein Spieler, der rausgestochen ist früher? Mann, zum Beispiel Moukoko, bester Spieler, Torschütze. Dann war uns eigentlich klar, irgendwo, der geht schon irgendwo in die Richtung, dass er in der Bundesliga landet. Ja, ja. Jamal Musiala. Nicht aufgefallen? Nicht aufgefallen, war mit Chelsea London bei uns im Turnier und ist ein Jahr später dann von Bayern München gekauft worden. Zum Beispiel Richie Puig, er war ein Zwerg damals, wo er da war, wurde zum besten Spieler gekürt, hat ja auch den Sprung zu den Profis geschafft, aber letztendlich irgendwo der kleine Kick hat gefehlt, spielt aber jetzt bei LA Galaxy. Oh, ich würde sagen, das beste Spiel am heutigen Tage. FC Bayern München ist angekommen. FC Bayern München gegen die U15 von FC Barcelona. Ich freue mich, let's go. Okay, wir starten rein. Bayern frisch natürlich, frische Beine. Oh, dann, wenn du es nicht filmst, doch. Oh, ey, der erste Treffer! Oh mein Gott, Leute. Tja. Bayern, kommt der Anschluss. Oh, der Keeper, was war das denn für ein Save? Oh, super starker Junge. Oh, schön mit der Bande. Und schau dir die Halle an. Schau dir die Halle an. Die rasten aus. Die besten U15-Spieler der Welt. Hier, live und in Farbe. 2:20 zu spielen. Jetzt auf links auf die 17, kann ihn machen. Oh, Keeper mit einer super Technik. Auf die Linie geklärt. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Und die Halle rastet aus. Ja. Sorry. Oh, mit der Bande, aber wird geblockt. Leute, die spielen hier um ihr Leben, die Jungs. Spielminute, der Keeper von Barca spielt mit, das verschafft ihnen den entscheidenden Vorteil. Wir sehen es wieder, der kann kicken, das ist der fünfte Mann auf Platz. Kann Bayern hier ausgleichen. Nummer 7, letzten Sekunden, Abschluss, 20 Sekunden auf der Uhr. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, oh! Hast du den Torwart von Barcelona gesehen, wie stark der mitspielt? Bro, man hat einfach einen Mann extra auf dem Spielfeld und man spielt eigentlich Überzahl. Okay, Leute, das war's. Barcelona gewinnt 3-1 gegen Bayern. Was eine Leistung, überragend. Deutschland ist gerade Weltmeister geworden. Nein, nicht. Vielleicht. Wir gehen mal auf. Der Keeper hier von Spielvereinigung Unterhaching spielt schon in der ersten Mannschaft teilweise mit. Ja. Deutschland gegen Frankreich. Ich habe den Junge lange begleitet. Ein Faisal, ein Paris. Ein Noah. Wir kennen die Jungs jetzt schon seit 2-3 Jahren. Faisal packt's nicht mehr. Junge, komm schon! Ja! Ja! Das war's! Deutschland ist Weltmeister! Wir können unsere U17 ist Weltmeister geworden! Herzlichen Glückwunsch! Jetzt hier die Nummer 10. Ich glaube, der kommt mir auch bekannt vor. Oh mein Gott! Leute! Schöner Ball auf die 4. Schöne Bande. Und er macht ihn. Da ist das Tor. So, 40 Sekunden. Ja. Und Stuttgart macht den Sack zu. Also Stuttgart gewinnt 3-0 gegen Sporting Lissabon. Für mich etwas überraschend. Aber so ist es nun mal. Ich bin sehr gespannt jetzt auf Barcelona Grana gegen Marseille.
Oh, jetzt der Gegenstoß. Der muss drin sein. Stark. Starkes Ding. Oh, was ein Ding mit der Pike. Ist auch erlaubt. Ich glaube, Barca macht hier keins mehr. Oh, perfekt. Der Experte. Das Fußballorakel hier live für euch. Ja, boah, ist das stark. Worauf achtet ihr bei der La Masia, wenn ihr einen neuen jungen Spieler scoutet oder einen neuen jungen Spieler seht? Das absolut Wichtigste und das, worauf wir am meisten achten, ist, dass er Entscheidungen treffen muss. Klar, er muss technisch versiert sein, er muss schnell sein, abschlussstark, aber er muss im Fall der Fälle die Entscheidung treffen können, passe ich diesem oder dem anderen Mitspieler. Ja, stelle ich mich als Verteidiger hier oder dahin. Das ist wirklich das A und O bei uns, dass ein Spieler bei der La Masia Entscheidungen treffen kann. 3, 2 und er muss schießen. Oh, das war's. Hola. Props hier für unseren spanischen Dolmetscher. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich es übersetzt bekomme. Machen wir Luis Wilhelm, Grüße gehen raus. Ich glaube, er schaut den Block auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein neues Gesicht hier bei Skillers. Könnt ihr gerne mal kommentieren, wie es gelaufen ist. Auch während hier das 3:0 für Sporting fällt. Auch gerne negative Kritik. Am Ende kommt jetzt so die Hackfresse will ich nie wieder sehen auf dem Kanal. So. Cubanito El Major. Was sagst du zum heutigen Tag? Erzähl mal. Boah, bester Spieler, ich würde sagen, aktuell für mich offensiv die Nummer 10 von Barca. Ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, aber den finde ich enorm stark. Hat mega Pace am Ball, gute Technik. Ganz kurz, ich glaube, wir haben sowas zu verkünden. Ja, Leute, Preseason Camp, also wenn ihr auch mal ein krasser Kicker werden wollt, sehr, sehr gerne. Unten ist der Link. Da könnt ihr euch registrieren zum Preseason Camp. Könnt ihr unter Top-Bedingungen trainieren mit A-lizenzierten Trainer. Matze, der auch selber Profi war bei den Bayern, mit Pep Guardiola mittrainiert hat, mit uns beiden, vielen anderen Trainern und ja, sehr, sehr vielen vielversprechenden Talenten. Also checkt auf jeden Fall den Link unten ab. Und okay, Leute, der Tag neigt sich dem Ende. Gespannt. Leute, morgen wird es jetzt richtig krachen. Das war erst der Anfang. So, was geht ab, Skillers? Tag 2. Die Halle füllt sich so langsam. Erstes Match BVB gegen Fenerbahce. Und wir haben hier die U13 von Pfullendorf am Start. Leute, habt ihr Bock? Ja! Okay, Leute, wir starten das erste Game. Let's go. Erstes Spiel BVB gegen Fenerbahce. BVB hat ein paar Spieler dabei, die wir kennen. Marwan, Nummer 10 nochmal. Nummer 9 haben wir jetzt auch öfter gesehen. Ahmad. Und wir haben Nummer 2, der mir gut gefallen hat. Und natürlich unsere 16, Desmond Ogochuku. Aber mit Fenerbahce ist nicht zu spaßen. Leute, hier geht es um einiges. Die müssen beide eigentlich schon gewinnen fast. Beziehungsweise mal mindestens unentschieden holen. Christoph steckt gut durch auf Marwan, was macht er ihn? Das ist Tor! Stark durch Marwan, die Nummer 10 hier. Blockt ihn weg. Und jetzt Desmond. Schöne Annahme da. Gefährlich hier an der Bande. Oh, schön. Die 16. Kommt da der Abschluss? Ja, das ist der Anschluss. 1-1. Fenerbahce gegen Dortmund. Schön, und jetzt machen sie ihn. Ja, da ist das Tor. Wieder durch Marwan. Stark, ganz wichtig. Oh, das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung, wieder durch Marwan. Der Matchwinner hier im ersten Game. Leute. Macht er den Ausgleich die letzten Sekunden hier? Oh ne, das war's. Okay. Wieder die Nummer 13, wenn du es gemerkt hast, 2 Assists, geisteskrank alles gedribbelt. Aber war auch nicht schlecht, ne? Ja, Hattrick, ne? Zweites Spiel, Manchester United versus Eintracht Frankfurt. Oh, der Keeper da. Hier. Und Abschluss. Oh, das ist ein Tor! Stark, Nummer 10. Der Junge gefällt mir eh sowieso schon im Turnier. Aber trägt ja nicht umsonst die Nummer 10, ne? Und der Gegenstoß, Treffer! 4 Minuten auf der Glock.
wieder der Keeper, Leute. Wie stark ist das bitte? Oh, schön abgelegt. Macht er ihn? Tor! Numero 3. El Capitano macht ihn hier rein. 2-1 und das war's. Schade für die Manchester Guys. Wie gesagt, sehr sympathisch. Aber Eintracht für mich besser und haben sich das Ganze verdient, oder? So, nächstes Spiel Chelsea London gegen Red Bull Salzburg. Hochkarätiges Gruppenspiel wieder. Hier ist ein Banger nach dem anderen. Etwas vorne hier Salzburg. Chelsea bis jetzt noch nicht so überzeugt. Oh, das war nicht besonders smart. Können Sie den Fehler verwerten? Ja, da ist das Tor. Jo, Skillers, auch von mir ein herzliches Willkommen zu Tag 2. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich ein bisschen fertig aussehe. Es liegt daran, dass ich noch mit diversen Videoanalysen heute Nacht beschäftigt war. Okay, die 10 geht durch. Super. Ist das der Anschluss? Nein, es ist nicht der Anschluss. Ich glaub's nicht. VfB Stuttgart gegen Barcelona. Bis Barcelona bisher jetzt sehr überzeugend. Wir sind sehr gespannt. Let's go. Und jetzt erstmal Malik hier am Ball. Leute, Malik mit der Nummer 10. Kann er treffen? Nein. Er trifft nicht. Und jetzt der Konter. Jetzt können sie hier das 2-0 erzielen. Aber der reicht nicht, der Schuss. Aber leistungstechnisch noch nicht ganz. Auch wenn hier jetzt das 2-0 kommt. Oh mein Gott, Leute. 2-0 wieder durch Erzogul Yigit. Ich sag's euch. Erzogul Yigit für mich. Eine der Überraschungen des Turniers, wurde vorher vorgeschlagen. Von einem Follower. Ich blende mal kurz ein. Wenn Barca hier verliert, haben sie Druck. Dann müssen sie jedes Spiel eigentlich schon fast gewinnen. Oh, die 10. Ja, der Abschluss. Aber er rutscht aus. Und trotz Stollenschuhen rutscht er hier aus. 2-1 und das war's. Stuttgart gewinnt. Sporting Lissabon gegen FC Bayern München. Sehr gutes Spiel. Wir sind sehr gespannt auf die Bayern-Jungs. Oh, der Keeper hält. Jetzt haben sie mal Platz. Über die 12. Macht er ihn. Das ist das Tor. Ja. 1-0 FC Bayern München. Der neue Maximilian Hennig, die Nummer 8. Leute, jetzt muss er mal abziehen. Oh, er gönnt nicht. Oh ja, kommt das 2-0. Das muss es sein, das muss es sein. Ja, das ist es. 2-0 Bayern München. Ist Bayern halt klar überlegen. Oh, smarter Move von der 5. Können sie jetzt hier das 1-1 bzw. den Anschlusstreffer erzielen? Ja. Oh. An der Bande, aber wichtig. Wichtig für Lissabon. Jetzt eine Möglichkeit und der Anschluss. 30 Sekunden. Also für mich Bayern auch absolut überlegen. Für mich mit dem Spiel Bayern München einer der Favoriten. Wir achten auf Desmond Ogo-Zuku. Geht über die rechte Seite. Oh mein Gott, legt ab, aber warte. Und der war in der Linie, glaube ich. Tor! Mit dem Anschluss. Die Menge bebt. Ja. Oh, Keeper hält. 4:30 für Dortmund hier den Sack zuzumachen, beziehungsweise für Manu sich die wichtigen 3 Punkte zu holen. Oh mein Gott, die Nummer 5 geht durch mit dem Treffer, Leute. Wie stark ist das bitte? Das war's. Okay, Dortmund gewinnt 2-1 gegen Manu. Manu ist damit, glaube ich, raus. Dortmund, krasse Leistung. Wie gesagt, einer der Geheimfavoriten bzw. einer der Top-Favoriten. Und jetzt Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce. Meine alte Mannschaft gegen die Jungs aus der Türkei. Jetzt ist das 1-0 immer noch nicht. Leute, was eine Torwartleistung. Bitte. Genauso wie der Keeper. Und das muss es sein. Das muss es sein. 1-0, Eintracht Frankfurt! Meine Damen und Herren, was war das bitte für ein krankes Tor? Meine Damen und Herren, die Kamera wird auf mich. Was war das für? Oh mein Gott, 90. Minute, Philipp Lahm! Da haben wir den ersten Epilepsie anfangen hier. Oh, Abschluss. Abschluss. Ist das der Anschluss? Ist der Anschlusstreffer? Fenerbahce, gleich mit 20 Sekunden auf die Uhr gleichen sie aus. Sehr bitter. Torwart regt sich auf. Fenerbahce hält sich damit im Turnier und Eintracht verpasst die Vorentscheidung. Okay. Okay, nächstes Spiel. Red Bull Salzburg gegen die U15 von Barcelona. Hochkarätiges Gruppenspiel. Zwei extrem gute Jugendakademien.
aber die 12 mit dem Abschluss und das ist das Tor! Das wichtige Tor für Barca. Da freut er sich. Oh, geht gut raus. Ist das der Anschluss? Nein. Okay. Kann Salzburg hier ausgleichen? Kann Salzburg ausgleichen? Auf der Linie geklärt, Leute. Was ist das für eine Spannung hier? Kann Salzburg hier ausgleichen? In die Mitte, da ist das Tor! Salzburg gleicht aus und die regen sich natürlich auf. Jetzt muss was kommen. Barca wechselt die 17 ein. 25 Sekunden. Okay, 25 Sekunden und der Treffer! Der wichtige Treffer für Barca. Okay. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Die Nachwuchspreps freuen sich, die Spieler freuen sich. Barcelona gewinnt am Ende doch noch 2:1 für mich verdient. Und halten sich damit im Turnier. So, meine Lieben, jetzt heute mal vom Kommentatorenmikrofon Bolomatic. Ich sehe Stuttgart hier mit der aktuellen Form. Klar vorne, was sagst du? Die Nummer 10 von Chelsea gefällt mir. Ja, genau. Chelsea hat so ein, zwei krasse Einzelspieler, Nummer 10 und Nummer 8, ja. Aber die funktionieren nicht als Team. Doch, doch. Nee. Die spielen so schlecht, also die beiden englischen Teams finde ich richtig, richtig schlecht. Ja. Ich finde ManU bodenlos, aber Chelsea macht seine Sachen. Ja. Ja, wow, krass. Herzogul, hier geht's. Ich glaube schon mit dem 5. Treffer, 6. Treffer im Turnier. Anwärter auf die Torschützen, auf den Torschützenkönig. Ist das dann? Setz dich neben mich wieder. Oh, und direkt der nächste Treffer. Wieder durch Herzogul hier geht's. Jawohl. So, FC Bayern gegen PSV Eindhoven. Nächstes Gruppenspiel für die Bayern. Es steht 1:0 für Bayern München und wir gehen rein. Oh, oh, oh. 3 gegen 2 über rechts. Abschluss kommt und der Treffer 1:1. Wir gratulieren gleichzeitig zum 305. Oh, der Führungstreffer durch Paul Wanner Junior. Okay, ich glaube, das war's. 5 Sekunden, 5, 4, 3. Jetzt muss der Schuss kommen. Ist es ein Buzzerbeater oder nicht? Nein, das ist nicht. Bayern gewinnt 2:1. Gegen PSV. Jo, Freunde, ich bin Gregor Westphalen, aka Gürginho, mit den Skillers unterwegs, meiner Brand. Und ja, wir sind hergereist, wir können uns das natürlich nicht entgehen lassen. Die besten U15-Talente der Welt, wie du gesagt hast. Und ich muss sagen, bin mega beeindruckt von den Jungs. Letztes Jahr 7.000 Zuschauer, dieses Jahr, glaube ich, noch mehr. Okay, komm her. Okay, Jungs und Mädels und alle Zuschauer. Wir haben hier einen kleinen Skiller und wir halten jetzt mal ein bisschen hoch, oder? Ja. Die Nummer 6, 17, Gang. Die Nummer 7, die Nummer 8. Die Nummer 2, Einwand. Hey, Eppa! Die 10, Luca Breithaupt. Die Nummer 11, Michael Jacki. So, ich bin hier mit wem? Welche Mannschaft? Fullendorf. Und? Friedrichshafen. Und? Ohlendorf. Reihe nach, okay? Wer gewinnt das Turnier? Barcelona. Stuttgart. 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 Barca. Bayern. 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 München. Stuttgart. Barcelona. Stuttgart. Okay. Wir sind live dabei. Eintracht Frankfurt gegen die Jungs aus Dortmund. Musik gebraucht. Marvin legt ab. Oh, oh, oh. Die 13. Damit Dortmund Gruppensieger. Ja. Also, für mich, ich bleib dabei, ich hab's eben im Interview gesagt, die VB, saustark. Dortmund-Supporter, wer ist dein Lieblingsspieler? Marwan. Okay, Leute, wir sind auf einer Mission. Wir haben gehört, Wiska Barca ist da. Der Mann, der Messi die Hand geschüttelt hat. Oh, wir sind ja bei der Zeitmaschine, Zeitmessanlage. Stefan? Ja? Wo spielst du? Hinnebo. Und wie viel Kamera machst du, denkst du? Ich denke, ich mache noch 64. Okay, dann schauen wir jetzt zu. Oh, okay. 65. Nicht schlecht. So, wir haben ihn wieder in den Sitzungsverhältnis. Servus. Ey, was macht der Verlierer von uns? Boah. Nee.
Leute, ich hab Druck. Ich hab Druck. Wichtig. So, Verlierer macht 10 Liegestütze. 10. 1, 2. Wir haben den Whisker. Anton. Alles klar? Also, Freunde. Chelsea gegen Barca. Ah, hier, Whisker Barca. Sein Team spielt hier gerade. Ja. Oh, Abschluss. Und Tor. Hast du Tor? Ein Ehrentreffer wenigstens für die Chelsea-London-Spieler. Ja, und? Oh. Und da ist das 1-1 und sie freuen sich. Schau dir das an. Oh ja. Heute wieder die Nummer 10. Und diesmal ist er drin. Das war's. Also überragendes Spiel. Wir sehen hier. Anton, was sagst du zum Spiel? Ganz kurz. Die spielen halt so, als ob die, keine Ahnung, seit 10 Jahren Profilevel spielen. Das ist so mit so einer Abgeklärtheit und am Ende, man hat gemerkt, die wollten unbedingt den Sieg. Ne? Ja. Und haben auch nicht sich nervös werden lassen, obwohl die Zeit knapp wurde. Aber man muss sagen, Keeper von Chelsea, ja. Also ohne den. Aber war verdient. Ja, war verdient. Ja. Schon krass, ne? Also Whisker Barca. Korrekter Dude, oder? Ja, sehr. Ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass der immer noch so einen großen Bekanntheitsgrad hat. Auch in der Fußballszene hier. Ich will mir gar nicht vorstellen, dass wäre, wenn Monte hier wäre oder so. Ja, Mann. Oh, schön! Oh mein Gott! Digga! Partie. Oh ja, oh ja, oh ja, ist es der Treffer? Das ist der Treffer! Anschluss Barcelona. 1:07 verbleibt. Yes. Barcelona verliert gegen Mainz 05. Wir sind hier im Trubel angekommen. Sehr anstrengend, aber macht echt Bock. Bisschen Energy Draining. Jetzt weiß ich, was Kuba meinte die ganze Zeit. Man muss mal vorstellen, ich habe das 5 Jahre lang alles alleine gemacht. Bleibt ruhig, auch wenn wir hinten sind. Spielt einfach unser Spiel. Wir wissen unsere Qualität. Und wir kennen an der Hand. Nichts ist unmöglich in der Hand. Und alles ist gut. Jetzt gewinnen wir auf die Bruno, VfB Stuttgart gegen BVB. Wir gehen direkt rein. Wir haben gerade die Ansprache gehört von Stuttgart. So, also Stuttgart, Dortmund, beides gute Mannschaften. Ja. Ne? Schade, dass sie jetzt aufeinandertreffen schon so früh. Ja. Schön aufgebaut von der Nummer 3 von Dortmund. Aber hier geht mit dem Abschluss. Leute, was hat der für einen Wumms? 5 mit dem Konter, geht über links. Sucht den Abschluss, fake, unabsichtlich. Und Keeper hält 8:40 auf der Uhr. Und Marwan. Und Marwan. Und Marwan. Was macht Marwan? Oh. Naja, Risiko, aber wird belohnt. Spielt rein. Jetzt links auf Marwan. Und er trifft. Der trifft Marwan mit dem 1:0 für den BVB. Stand er da. Und jetzt haben wir eine 3-1 Situation. Was macht Desi? Was macht Desmond Ogochuku? Alec ab auf 2. Die Nummer 2. Oh, schneller Konter. Stuttgart hat ein Tor! Super Spiel hier als erste Achtelfinale. Hochkarätiges Achtelfinale. Zwei der besten Jugendmannschaften Deutschlands. Aber jetzt die 11 geht hier durch. Oh, Katterschön, Leute. Was ist das für eine Qualität? Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt gegen Konter. Kommt der Abschluss. Der Abschluss kommt, aber Keeper hält von Dortmund. Oh nein. Und da ist das Tor! Stuttgart zieht ins Halbfinale ein mit einem für mich verdienten 2:1-Sieg. So Freunde, wir haben hier nicht nur Stuttgart-Supporter, sondern auch die Dads am Start, die jetzt im Halbfinale sind. Also der Dad von Malik am Start. Über Malik war schon früh klar, der Junge ist talentiert.
Ja, so mit 3 Jahren damals habe ich so ein bisschen gesehen, dass er ein bisschen am Ball was kann. Aber als Vater natürlich ist es immer schwierig. Sehe ich ihn als Vater so gut oder ist er tatsächlich so gut? Und dann hat er halt beim FC Eisingen bei uns im Dorf gekickt. Bis mit 8 Jahren damals hat er bei VfB Stuttgart angefangen. Und seitdem spielt er jetzt seine 6. Saison. Eislingen zu Stuttgart, wie kam das zustande? Wir waren beim Schwabensport zu Probetraining. An dem Tag zufälligerweise hat VfB damals Jahrgang 2008er gescoutet und haben uns angesprochen. Und dann so kam alles, dann war er drin. Also das war alles cool. Und hier auch ein Dad oder einfach nur ein Supporter? Tatsächlich kein Dad, einfach nur ein Supporter. Ich kenne Dali jetzt auch schon seit 10 Jahren. Dementsprechend sein Sohn natürlich, seitdem er ganz klein war. Und ich verfolge seinen Werdegang wirklich schon seit klein auf im Wohnzimmer, wo er einen Ball nimmt, jongliert, nach der Schule kickt. Ja, der Junge lebt einfach Fußball, er liebt es einfach. Und es ist schön, ihm beim Wachsen zuzusehen. Ey, ganz kurz, was ist das für eine Qualität, bitte? Also wenn die bei mir in der Soccerhalle mitzocken, ich glaube, da ist aber gute Nacht. Also schöne Grüße gehen raus an meine Boys aus der Soccerhalle. Okay, und an der Stelle auch nochmal kurze Werbung. 3. bis 5. Januar Preseason Camp in der Sportcheck Soccerhalle in München. Gutes Training, gute Leute, gute Trainer. Kommt vorbei. Gut. Ganz wichtiger Touch da von Antwerpen. Und oh, da ist das 2-0, ja. Meine Worte. Perfekt ausgespielt. Okay, nächstes Viertelfinale: FC Barcelona gegen Fenerbahce. Boah, das ist ein richtig krasses Duell, Leute. Oh, schöner Ball. Auf. Baba. Was macht Baba? Und Baba trifft! Baba trifft zum 1-0. Oh, und da ist wieder Baba. Leute, was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Geht ihm rechts. Und schnell. Aber Vorteil. 2-1. Fenerbahce. Können Sie es nutzen? 2. Reihe Schuss. Und wird geblockt. Erfolgreich geblockt. Oh, da ist es so! Jetzt geht's hier ab in der Arena. Wahnsinn! Letzten 15 Sekunden. Oh, oh, 15 Sekunden! Oh, oh, das ist was für eine Spannung hier. Voll. Wahnsinn, Alter. Was sagst du? Wahnsinn, der muss den mal machen. Der muss den letzten machen. 1 gegen 1. Ich habe keine Worte mehr, Leute. Barca ist halt abgezockt. Mental sind die super stark. Wir haben es vom Trainer gehört. Die suchen auch sehr nach mentaler Stärke aus, glaube ich. Ja. Freistoß. Erster Elfmeter. Geht an die Latte. Was macht Barca? Und er ist drin. Das war's. Barcelona ist im Halbfinale. Nächstes Spiel. Bayern gegen Mainz 05. Jawohl, jetzt die Nummer 12. Zieht ab. Und das ist der. Oh mein Gott. Und Konter Bayern. Ja. Legt kurz nach rechts ab. Oh, schönes lange Bein. Und es ist das 2-0. Das ist das 2-0. Wieder durch die Nummer 10. Letzte Minute. Philipp auf links, rechts auf die Nummer 8. Und er macht ihn, die Entscheidung ist da. Bayern gewinnt. Okay, Halbfinale Stuttgart gegen Royal Antwerpen. Halbfinale Nummer 1. Let's go. Es steht schon 1-0 für Antwerpen. Wir sind ein bisschen zu spät. Jetzt hat er ein bisschen Platz. Oh, sehr guter Pass. Nochmal gut kombiniert. Oh, schlagt er durch. Oh mein Gott, was ein Tor. Und hier geht's. Hier geht's mit dem Treffer, die Nummer 8. Für mich einer der Männer des Turniers. Zurück. Sehr gut. Nein! Torwartfehler. Dabei hat er so gut gespielt bis jetzt. Oh, aber diesmal. Und das ist 3-1 für Antwerpen. Stuttgart jetzt neben der Spur, aber es ist noch nichts verloren. Minuten 30 auf der Uhr. Rechts raus. Und der Abschluss, und das ist die Entscheidung. Also Stuttgart scheidet leider aus. Antwerpen zieht ins Finale ein. Leute, 2. Halbfinale. FC Barcelona gegen die U15 von Bayern. Hochkarätiges Halbfinale für mich. Wahrscheinlich die 2 besten Mannschaften hier. Vorgezogenes Finale. Let's go.
Und damit auch wieder Feuer hier, Leute. Los geht's. Nummer 10 von Barca mit der ersten Möglichkeit. Baba da. Ja. Und da haben wir ihn wieder. Baba. Oh, der ist cool am Ball. Der ist cool am Ball. Legt ab. Und da ist das 1-0. Keeper spielt hier auf Zeit, wird angelaufen, damit wird der erste Spieler ausgespielt, eine smarte Taktik, die sich fast hier bezahlt macht. Oh, jetzt, was macht Baba? Schön über die Bande, nimmt die Bande mit, zieht den Ball rechts auf die 16 und der Keeper hält, oh mein Gott. Einmal hier, bitte, Keeper. Ist halt einer weg. Ja gut, aber... Okay, jetzt eine 3 gegen 1 Situation und wieder der Keeper, stark, Leute. Was ist das für ein Torwart, bitte, hier? Oh. Barcelona jetzt wieder mit einer 3 gegen 2 Situation. Schießt und Tor! 2-0 FC Barcelona. Siebener ist frei, jetzt mal ein bisschen Platz. Oh, schießt er noch rein. Oh ja, oh ja, oh ja. Und Keeper hält wieder. Super, Ball auf rechts. Nummer 12 kann er wieder treffen. Blick zurück auf die 6 und das ist der Abschluss. Oh mein Gott, kann das die Entscheidung sein hier? Aber Keeper hält die Bayern im Spiel. Die Halle bebt, die Jungs sind motiviert. Kommt jetzt hier das Unentschieden. Spannend, da gut mit. 20 Sekunden. 20 Sekunden auf der Uhr. Geht über links, flach ab. 10. Langer Ball an die Bande. Das sind Emotionen, Leute. Einfach schauen und genießen. FC Barcelona zieht ins Finale des diesjährigen MTU Cups ein. Leute, ich zitter schon richtig. Also, Finalist Nummer 1. Antwerpen. Für wen seid ihr, Barca Antwerpen? Ich sag dir ehrlich, also Barca größte Finalmannschaft. Darf ich fragen, wie die Stimmung ist? So. Hau ab. Also die Jungs von Barca. Ah, Baba! Vamos! Also, die Jungs von Barca hier auf der Seite sind fokussiert, wollen das Ding natürlich nach Hause holen. So, da haben wir die Jungs aus Holland. Da haben wir die Jungs aus Belgien. So Leute, El Grande Finale, FC Barcelona gegen Royal Antwerpen. Zwei krasse Mannschaften, zwei Teams, die es verdient haben, hier zu stehen. Ein bisschen Überraschungskandidat mit Antwerpen. Aber Barca haben wir von Anfang an gesagt, die sind gut, die können es packen. Jetzt schauen wir genau drauf. Okay, vamos. Es geht los. Okay. Also die Anfangsphase gehört den Jungs aus Antwerpen. Oh, schön abgelegt. Und das ist 1-0. 1-0. Barcelona. Vizca Barça fiebert mit, Leute. Ja, aber die 17 geht über links auf die sehr starke 16. Oh, nein. Schade. Schuss. Und Tor. 1-1. Was ist das für ein Finale? Ja, klar. Aber nach den Aktionen noch Halbfinale. Oh! Lattenkreuz, Leute. Oh, stark von der 16, aber wird im letzten Moment geblockt. Nein, hat er nicht. 2-1, Barcelona. Okay, aber jetzt die 12 spielt runter auf die 14. Macht er ihn. Ah, aber der Keeper ist da. Der Keeper ist da. Auf den ist Verlass von Antwerpen. Nicht nehmen. Und jetzt Gegenstoß. Komm, Junge, zieh ab. Boom. Tor. Vamos. Lukaku 2.0 trifft für Antwerpen. Schöner Ball nach außen. Schuss. Und Tor. Wir sind fix und fertig hier an der Seitenlinie. Keiner rückkommen.
Ja! Pfosten! Eine Minute 20 auf der Uhr. Feines Content hier für euch. Was? Und nochmal ein Freistoß. Oh, an die Bande und jetzt Gegenstoß direkt. Jetzt müssen sie aufpassen. Langer Ball, warum schießt der? Oh mein Gott, oh mein Gott. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Leute, das war's. Wir sehen an der Elfmeterschießen im diesjährigen UFC-Cup, Leute. So, was geht dir durch den Kopf gerade? Boah, Digga, ich könnte es nicht, ne? Unter Druck kann ich nicht, sag ich ehrlich. Ich bin selber so nervös. Finale. Antwerpen gegen Barcelona. Elfmeterschießen. Oh! Berlin. Name weiß ich leider nicht mehr. Das ist ganz, ganz schlecht gerade. Was sagen wir da zum Scouting von Bayern? Mal ein Kompliment. Oder? Ja, doch, da können wir doch mal hier an die Münchner, können wir mal ein Kompliment da lassen. Ne? Also Torschützenkönig mit der Nummer 10. Auch überragendes Turnier gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Jeremiah haben wir auf dem Zettel. Vielleicht irgendwann ganz oben. Oder? Gerade an alles. Das ist einfach das heftigste U15-Turnier, oder? Und Leute, wisst Bescheid, Preseason Camp, unten verlinkt, wenn ihr auch mal so ein Baller werden wollt, wisst Bescheid, unten der Link, abcheckt. Okay Leute, während die Jungs von Barca hier im Hintergrund noch feiern, meine Stimme ist weg. Es war ein unfassbares Event, ein unfassbares Turnier. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Leute, es kommt Quality Content auf euch zu, also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ja, macht mega Spaß mit euch. Vielen, vielen Dank an alle, die Hallo gesagt haben, die Bilder gemacht haben. Yes. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Als nächstes kommt das Liga-Battle. Darauf auch gespannt sein. Und ja, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.